So, es geht weiter mit Far Cry 5 mit dem Syrax. Servus. Ja, und endlich hat es funktioniert. Endlich, endlich. Fahrbarer Untersatz. Munition. Brauchst du was? Glaube ich noch ein. Das nehme ich's. Oh, ich habe noch was drin. Immer diese Plünderei, lol. Bei mir wackelt gerade alles. Das ist ja herzallerliebst. Ich glaube, das könnte lustig werden, Schmacki. Definitiv, das glaube ich auch. Das ist ein Diamant da vorne. Ich sehe wahrscheinlich lustig aus, ha? Ja. Wo geht's hin, Schmacki? Da vorne gibt es scheinbar erstmal ein bisschen Diamant oder so. Der versteckt Was ist das für eine Tür? brauch einen Saft, damit ich das Wasser abfüllen kann. Ich mir das Schalter. Oh! Okay. Ah, das ist schon Das ist gefunden. das große Los. Ein Prepper-Versteck. Wenn du es da hineinschaffst, wartet in der Regel ein ganzer Haufen nützlicher Kram, den jemand sicher verstaut hat. Schau Oh. ruhig mal nach. Aber alles unter Wasser. Oder die Scheibe. Kann man. Hochtauchen. Wo bist du? Ah, ich sehe deine Konturen. Bretter müssten weg. Bisschen Kohle habe ich gerade schon gefunden. Was? Bisschen Kohle habe ich gerade schon gefunden. Nützliches Zeug, haben sie gesagt. Das scheint der Zielpunkt zu sein. Ja, ein Gewehr bräuchte ich mal, ein richtiges. Ja, so ein paar gescheite Waffen wäre nicht nice. Das, was wir hier führen, ist Scheiße. Bisschen benötigt. So Gewehrmunition, null auf Heilung. 15 Sturmgewehr, das Scheiße streut. Das einzig Gute ist halt die Pistole.
Muss ja ein Schlüssel irgendwo sein, wenn das verschlossen ist. Ja, was ist das, Schwacki? Lol. Achso, du bist von unten da reingegangen. Der ging ja baden. Erste Hilfe-Set gibt's denn ja noch? Ein Paddel, wow. Wo gehst du, Kletterbugs, hin? Wo geht's denn als nächstes hin? Irgendein Lager hat da drüben als Anfang empfohlen. Zum Geschäft? Finde einen Weg ins... Ist hier ein Geschäft? Finde einen Weg ins Bootshaus. Gerade drin gewesen? Ich glaube, einen Laden kriegen wir noch. Ja, ich bin beim Laden. Achso, Notstrom aktivieren. Da. Wirklich so teuer? Ich finde einen Weg in den Bunker. Wo ist er denn, der Bunker? Er ist da. Oh, es ist zum Mäusemelken. Ach, weil die ganzen Waffen da noch nicht verfügbar sind. Ja. Yeah. Oh, Flammenwerfer, ich möchte einen Flammenwerfer. So, ist das ein falscher Bunker? Das ist keine Beute, scheiße. So, Wasser abdrehen. Ah, ich habe das Wasser rausgelassen. Oh, das ist gut. Was hat man hier? Was? Da war was. Ein Bogen. Warte mal, ich nehme den Bogen, okay, Schmacki? Okay. Was ist denn das? Verschluss. Nitro. Gehäuse. Oh, money, money.
Das war alles soweit. Es war schön viel Geld. Was sagt denn die Karte? Da ist ein Waffengeschäft. Da schaue ich mal auf. Warte mal, wie viel Money habe ich denn jetzt? Na. Möchtest du sowas wie eine Uzi oder sowas haben? Uzi oder? Uzi wäre gar nicht so schlecht damit. Ich frage mich, wie das mit der Kohle eingeteilt ist. Ob das wie ein Borderlands ist, dass das für alle gilt und dass jeder selbst einsammelt. Ich weiß es nicht. Noch nie? GTA sage ich. Far Cry im Kopf gespielt. Okay, was hat er denn? Deinem Körper Frieden wie sonst nichts. Und brauchen wir nicht dringend Frieden in diesen Zeiten? Du wärst man kann angeln, ja, das habe ich schon gelesen. Bei dem ganzen Ach, Sinn, mal einen Moment willst du denn angeln? Haben, ist gut für die Seele. Es ist wichtig, nicht aus den Augen zu verlieren, wofür es sich zu kämpfen lohnt und wofür nicht. So wie ich es sehe, rühren die größten Probleme dieser Tage daher, dass die meisten Leute nicht mehr innehalten und nachdenken, bevor sie etwas tun. Nicht jedes Problem lässt sich mit Kugeln lösen, weißt du? Aber das ist nur meine Meinung. Falls du Ausrüstung, Köder oder sowas brauchst. Ich kann dich Scheiße, ich glaube, der hat eine Angeltasse. Der hat bloß Angelzeugs dabei. Oder wie? Nee. Was du dir kaufen kannst. Von wegen Angelzeugs. Jetzt angeln, Munition, Waffen. Oh ja, Pfeile könnte ich noch geben. Aber es ist so fucking teuer, aber es sind Prestigewaffen. Was Vernünftiges für die Kohle. M133. So, noch gesperrt. Körperpanzerung. Ich glaube, das ist eine Shotgun. So, noch gesperrt. Das habe ich schon. Ja. Ich kaufe bei Körperpanzer. Das war eine Sniper, war 2000. Wobei. Ich kann auch heute verkaufen. Oh nein, nee. Da ist nur Karte von Hope City. Noch ein bisschen sparen oder? Nimm ich zuerst die Shotgun. Wie viel hast du denn? Was steht's denn? $1,846. Nein, wie viel hast du? Echt so viel? Ja. Und 2000 kostet die Sniper. Ich glaube, damit warte ich noch ein bisschen. Du kannst ja mal das SMG da nutzen. Kostet 1500. Ich überlege gerade noch ein bisschen zu sparen, bis ich mir die Sniper leisten kann. Na. Ich werde noch etwas warten, es ist ja nicht mehr entfernt. Wie du magst. Da ist das Geschäft. Oh, die Karte ist three-dimensional. Halt dreidimensional, das ist nicht schlecht. Das sieht echt cool aus. Ich glaube, wir sollen zur Kürbisfarm gehen oder so. Zur Kürbisfarm? Das ist jedenfalls der nächste Ort.
Ich muss sagen, das Tutorial mit der. Das. Nee, nee. Eher gesagt, das Intro-Level. War fucking hardcore irgendwie. Oh, ist da noch jemand? Ich habe gesehen, wie Merle zum Trailerpark fuhr, kurz bevor die Sekte angerollt kam. So wie ich den kenne, sucht er Ärger. Ich hoffe, er reitet da nicht alleine ein. Merle Briggs, neuer Charakter entdeckt. Was ist da für ein fahrendes Zeichen, was sich da bewegt? Ach, da oben auf dem Truck. Da ist nichts oben. Keine Ahnung, was das ist. Von da irgendwie rein? Die Map dazu. Erntetruck. Okay. Hab's gefunden. Oh, der ist offenbar schon tot. Da kannst du Schutzweste nehmen. Okay, das machen also die Erntetrucks. Das ist wieder so ein billiges Rohr. Die Schaufel wieder. Und mit dem Quad geht das viel schneller darüber. So, wo willst du denn hin? Schmacki. Da ist die Merlbridge Farm. Alles klar. Oh, da wird es dann wieder eskalieren. Ach so, funktioniert das mit der Markierung, alles klar. So, du kannst sie sehen, die blauen. Den blauen Markierungsstreifen. Ja. Das ist praktisch. Deputy, du bist jetzt im Henbane-Gebiet. Du darfst deinen. Ups! Bist du sicher, dass das eine gute Idee war? Nahrung, Waren und Ausrüstung an sich, alles, was ihnen in die Hände fällt, sogar Menschen. John sieht rein da aus ihren Häusern und zwingt sie, sich der Sekte anzuschließen. Wer sich weigert, tja, dem ergeht es richtig mies. Am schlimmsten sieht's um Falls End aus. Fang am besten dort an. Ah!
Sag mal. Ich hab schon wieder auf ihn geschossen. Zuerst überfahre ich ihn und dann schieße ich in seinen Kopf rein. Gut, dass er nicht getötet werden kann. Oh oh. Ach so. Aua! Ich glaube, ich brauche hier mal Hilfe. Alle. Oh! Schmacki, was ist passiert? Du kannst mich noch wiederbeleben. Wo bist du? In den After. Ich liege hier beim Haus. Wo liegst du? Ich sehe dich nicht! Mann! Wo liegst du denn? Oder wird das nicht angezeigt auf der Karte? Ah, da liegst du ja. Kann man ja wirklich übersehen. Lol, ist da irgendwie kein Symbol zu sehen oder so? Doch, aber es war übersehbar. Ach du Heiliger. Warum ist ein Flugzeug? In den After! Versorgungsfahrzeug der Sekte. Wer werft den Schmacki mit Stein? Oh! Sollen wir ein bisschen Boot fahren? Das können wir probieren, ja. Diesmal darfst du fahren. Oder willst du schießen? Ich hab schon die MG. Alles klar. Sag, wo es lang geht. Ja, gute Frage. Da drüben waren wir ja schon. Was hat er nochmal gesagt? Fahren wir da hoch, oder? Da wäre die Kürbisfarm da oben. Nullbridge haben wir befreit. Da ist Clatchet Bay. Schmacki, Kanonenfutter. 12 Uhr.
Sehr nice. Die sind hinüber. Komm, ich rabbe euch weg. Gleich nochmal drüber. Das hat sie auch wirklich. Wollen wir ein bisschen fliegen, Schmacki? Oh, da sind ja noch welche. Die sind schwer bewaffnet und Außenseiter nicht gerade freundlich gestimmt. Genau mein Geschmack. Ich habe schon seit Tagen nichts mehr von Eli gehört. Oh! Ist wohl gegen Jacob Seed in den Krieg gezogen. Hab nur was. What the fuck ist jetzt passiert? Sie meinte, die sind in die Luft geflogen. Das habe ich gesehen. Fang am besten dort an. Was hat er jetzt gesagt mit fang am besten dort an? Ich weiß es nicht. Glaub, wir fahren mal zu der Farm rauf. Bewerf deinen Penis mit dem Stein. Lass uns da rübergehen, Schmacki. Sektenschrein. Neues Bauwerk der Sekte entdeckt. Mal schauen, was es in der Farm so gibt. Wobei, da ist ein Sektenschrein, der ist gleich da drüben auf der Insel. Au! Ich dachte, ich könnte so lässig reinhüpfen und das Ding hochjagen. Kommst du, Schmacki? Bin auf dem Weg. Lady, sie sind tot, wenn ich sie finde. Pass auf die Leute auf. Shit. Oh, gestorben. Warte mal, stirbst du dann mit irgendwie da? Wer soll mich dann wiederbeleben?
Versuchen wir noch einen Schein dafür zu machen. Schön doch leiden lassen. Sind sie tot da drüben? Wir sind alle tot. Möchte meine Pfeile haben. Was soll ich ahn schon? Wahrscheinlich anschießen das Ding. Okay, das Ding ist hinüber. Auf geht's weiter. Warte mal, 33 Minuten, ich mach mal einen kurzen Part-Cut. Okay. Und dann schauen wir mal, dass wir da oben zu der Kürbisfarm hinlatschen. Das ist so Kürbis, der nächste Punkt. Um die Ecke. Ja, erstmal ein bisschen noch mampfen, die Lasagne, die ich vorher nicht geschafft. Lecker, lecker Lasagne. Dann bis zum nächsten Part. Schaut auf unserem Discord vorbei, aber nur, wenn ihr nette Menschen seid. Haut rein. Bis zum nächsten.